zwar eine richtig, also bekannte Band bei uns, bei Ö3, die Imagine Dragons heißen die. Die sind halt momentan so mega hip und haben halt einen Hit nach dem anderen. Und ich habe ja keine Ahnung gehabt, wie die ausschauen. Ne? Und die schauen in echt auch ganz anders aus als auf irgendwelchen Homepages im Internet. Und die stehen halt bei uns in einem Studio drinnen und die Tür von diesem Studio ist offen und die singen drinnen die ganze Zeit so la 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 la. Und es war halt so laut und so. Und ich habe draußen versucht, auf einem Tisch zu arbeiten und denke mir dann, das gibt's ja nicht. Und warum können die die Tür nicht zumachen? Und gehe zu dem Studio hin und schreie halt rein, könnt ihr nicht ein bisschen leiser singen oder zumindest die Tür zumachen? Und nehme die Tür und hau die Tür so zu und gehe zurück zu meinem Platz und alle schauen mich so an, so. Und ich so, wer ist das eigentlich? Und ich dachte, das ist irgend so eine österreichische, vollkommen unbekannte Band, die halt irgendwie versuchen, uns ein Lied zu verkaufen, das wir aber nicht wollen, weil es wahrscheinlich ganz schlecht ist. Und dann sagt jeder zu mir, oh, das waren die Imagine Dragons und kennst du die nicht und voll berühmt? Und ich so, ups, peinlich.